Ja, das mit dem literaturwissenschaftlichen Background ist natürlich ein Thema. Wir haben uns da auch immer wieder drüber ausgetauscht oder Gedanken gemacht. Ich denke aber oder ich hoffe, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Also klar, andererseits versuchen wir uns dann schon ein bisschen zurückzuhalten mit so Fachjargon wie Nullfokalisierung auf die personale Erzählinstanz in der Binnenerzählung und solchen Sachen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch das, was unseren Podcast ausmacht, nämlich wir sprechen ja sehr lange und sehr intensiv und gehen sehr in die Tiefe in jeder unserer Folgen. Und das ist dann, glaube ich, schon so das Alleinstellungsmerkmal und das, was auch die Zuhörenden ja schätzen an unserem Podcast.